Hallo ihr Lieben, willkommen zurück in meiner Küche und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich zusammen mit euch einen super saftigen Schokoladenkuchen im Thermomix zubereiten. Wenn ihr wissen wollt, wie der gemacht wird, dann bleibt jetzt dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für den Teig benötigen wir folgende Zutaten: 5 Eier, 250 Gramm Butter, 150 Gramm Zartbitterschokolade, 120 Gramm Zucker, 3 Esslöffel Backkakao, 2 Esslöffel Mehl und einen gehäuften Teelöffel Backpulver. Und für die Kuchenglasur benötigen wir 20 Gramm Butter, 100 Gramm Zartbitterschokolade und 100 Gramm Sahne. Wir beginnen damit, die Butter und die Zartbitterschokolade in einem Wasserbad zum Schmelzen zu bringen. Dann geben wir den Zucker und die Eier in den Mixtopf. Rühren diese schaumig für 4 Minuten auf der Stufe 4. Und jetzt setzen wir den Deckel wieder auf, aber ohne den Messbecher, denn wir werden jetzt auf der Stufe 3 die geschmolzene Butter und Schokolade einlaufen lassen. Und zuletzt kommen noch das Mehl, das Backpulver und der Kakao dazu. Jetzt nur noch kurz untergerührt für ungefähr 10 Sekunden. Im Linkslauf auf der Stufe 3,5. So sieht der Teig nun aus. Wir können ihn jetzt in eine Form umfüllen. Ich fülle den Teig jetzt in eine Herzspringform um. Ihr könnt aber auch eine runde nehmen. Da könnt ihr dann eine 26 cm nehmen. Und die Form habe ich mit meinem Backtrennmittel eingefettet, dass der Teig später nicht hängen bleibt. Das Video verlinke ich euch an dieser Stelle mal. Da könnt ihr sehen, wie einfach man das Backtrennmittel selbst machen kann. Der Teig wird jetzt ungefähr für 30 Minuten bei Ober-Unterhitze 160 Grad gebacken. So, ich habe den Kuchen nun rausgeholt. Ich hatte ihn jetzt 40 Minuten im Backofen. Während er jetzt auskühlt, können wir die Glasur vorbereiten. Als erstes geben wir die Zartbitterschokolade in den Mixtopf und schreddern diese für 5 Sekunden auf der Stufe 10. Dann geben wir die Sahne und die Butter dazu. Das Ganze schmelzen wir jetzt für 2 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 2. Und wenn die 100 Grad erreicht sind, schalten wir nochmal für ein paar Sekunden auf die Stufe 8. Und solange der Kuchen noch lauwarm ist, geben wir jetzt die Glasur drüber. Habt ihr nun Lust bekommen, den Schokoladenkuchen mal selbst nachzumachen? Dann schaut unter dem Video in die Infobox, dort habe ich euch das Rezept verlinkt. Vergesst nicht, auf den Daumen nach oben zu klicken, wenn euch mein Video gefallen hat. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Video zusammen mit euch in meiner Küche. Bis bald, eure Vanni.